Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Doublezeit hier mit Stardew Valley. Und natürlich, wie soll es anders sein, geht es erstmal das Wetter anschauen. Das wird nicht mal bewölkt und stürmisch morgen, sondern tatsächlich klar und sonnig. Ist mal eine Abwechslung zu sonst auf jeden Fall. Und wir können schon das erste ernten. Hollalala. Das gönnen wir uns doch gerne. Aber erstmal gönnen wir... Wobei, nee. Wir können erstmal die Eier hier abernten. So, die Eierpflanzen, genau. Eggplant. Dann können wir hier noch ein bisschen gießen und dann wird das schon alles. Haben wir hier noch irgendwas, was wir entgegennehmen können? Vielleicht Pilze. Ja. Oh, aber keine Chanterelle. Das ist ja schade. Naja, man kann ja nicht alles haben. Aber trotzdem relativ wenig stinklangweilige Pilze. Das ist schon mal ganz brauchbar. So. Eieieiei. Purple Mushroom. Morell und die Kammendinger da, die natürlich auch. Ach, kann man hier eigentlich mal hier ein bisschen was reinstopfen? Stopf die Dinger rein, du Schwein. Dann mal hier Hallöchen sagen bei unseren Kälben. So, 1, 2, 3. 10 muss gelernt sein. 4. Hallöchen, Popöchen und du auch noch. Wunderbar. Dann kann es ja bald irgendwann mit der Milch losgehen. Ich bin ja selbst gerne Milchtrinker. Von daher immer gut. Und schön gießen das ganze Zeug, jawohl. Gut, dann bin ich mit den wichtigsten Dingen tatsächlich fertig. Es hat auch niemand Geburtstag, soweit ich weiß. Also können wir uns jetzt ganz den eigenen Pflichten widmen. Wobei ich nochmal gucken muss. Kisten waren 50 Holz. Dann gucken wir doch mal, dass wir ein paar Kisten gebaut bekommen. Wo bauen wir die am besten hin? Vielleicht hier. Irgendwie. 1, 2, 3. Können wir dann jetzt schon mal hier unterbringen. Unter dem... Das kann noch dahin und... Ja, leck mich im Arsch, das klingt doch gut. Genau. Dann machen wir hier eine hin. Nein! Hä? Nein, 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 nein. Hä? Hä, wieso kriege ich hier nichts hin? Muss doch gehen. Hallo. Nee. Dich will ich hier weg haben. Du kommst mal. Hä? Och nee. Muss doch hier irgendwie möglich sein, brauchbar eine Kiste zu platzieren. Offenbar nicht. Nein, das ist doch... Ach, mein Mann. Das ist doch... Komm, kommst du mal mit, du. Dann machen wir das mal anders. Dann packen wir da eine hin.
da eine hin und da eine hin. Die bekommt ein frisches Grünsche. Die bekommt ein Gelbsches. Und die geht eher schon ins Orangene. Frühling, Sommer, Herbst Sachen haben wir dann da. Noch werde ich das noch nicht so richtig einsortieren, aber wir haben dann schon mal so in etwa. Das ist auf jeden Fall eine Herbstpflanze. Gott, dann muss ich aber erstmal schauen, wo habe ich... Das ist auch nicht so wirklich das Wahre. Kann man ja auch nicht so sagen. Wenn ich jetzt nach einer bestimmten Pflanze suche, müsste ich dann ja auswendig wissen, in welcher Jahreszeit die wächst. Nee, das ist irgendwie auch nicht so wirklich gut. Vielleicht reicht es erstmal zu sortieren zwischen Farmprodukten und ja, Farmprodukten und Gesammeltem. Das sollte eigentlich dann auch erstmal ausreichen. Und dann vielleicht noch so ein extra Ding für Blümchen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas in dieser Art auf jeden Fall. Weil irgendwie muss ich das ja sinnvoll trennen, dass ich das auch selbstständig sortiermäßig hinbekomme. Naja, wie auch immer. Erstmal geht's tiefer in die Mine rein. Und ich glaube, ich bleib noch bei meinem Knochenschwertchen. Das Knochenschwert war eigentlich ganz prima. So, da packe ich mir die Blueberry, glaube ich, mal drauf. Ist ja auch eine schöne Sache eigentlich. Was gibt's denn hier für fiese Sachen? Okay, da sind auf jeden Fall garstige Flammenwerferviecher. Nennen wir sie einfach mal Hans. Und Schienen. Schienen sind aber gut, weil meistens am Ende genau diese Freundchen auf uns warten. Oh, ich habe ja richtig Glück gerade. Das kann nicht dauerhaft so gut gehen. Ich bin skeptisch. Skeptiker von Natur aus. Aber nehmen wir erstmal das schöne Gold mit. Ja, komm her, du. Dann mache ich dich noch gerne fertig. Unnötig runter. Wozu unnötig lange aufhalten? Ja, mit ein bisschen Kohle noch dazu. Saubier, saubier. Gott, und ich brauche nur noch eine Ebene. Das ist ja heute Raketentempo, wie ich hier durchkomme. Okay, die Musik geht weg. Gleich bekomme ich sicherlich so eine Flattermauswelle an. Land geschwemmt hier. Nee, noch nicht. Einfach nur ein Musikwechsel. Na gut, dann gucken wir erstmal, ob wir auf natürlichem Wege... Na komm. Upsala. Ja, ein bisschen Schaden habe ich genommen, aber auch nicht so viel. So, da sehe ich noch was.
Den möchte ich mir doch unbedingt mal mitnehmen, den Topas. Quasi nach dem Motto Topaz or not Topaz. Das ist hier die Frage. Alter, ich krieg hier überall die Gratis-Leitern. Und jetzt will sich hier keine Leiter ins nächste Stockwerk öffnen. Durch reine Handkraft. Das ist irgendwie zweierlei Maß. Finde ich nicht nett. Ha, da haben wir es. Ups. Ja, das soll, glaube ich, erstmal ausreichen. Oder haben wir hier was Wertvolles? Nö. Dann hoch. Genau, Mine verlassen. Das ist eine gute Idee. Alles andere kommt noch. Aber wir können ja mal an den Strand gehen und... Oh, sie spielt hier Flöte. Das ist ja schön. Das sieht doch herrlich aus. Ja. Kann ich nicht mit dir... Ich will mit dir reden, Mädel. Sowas von unfreundlich, nicht mit mir zu reden. Kein Wunder, dass ich mich in dieser Staffel nicht an dich ranmache. Das ist... Nee, du willst nicht mit mir reden, dann will ich auch nicht. So, wie gesagt, nochmal ganz kurz nachschauen, wie das denn ausschaut. Oh, ich will viel schauen, offenbar. Mit dem Strand, ob da wieder was Neues da ist, was ich mitnehmen kann, wäre ja ganz fein. Okay, da kann ich noch nicht so frei in den Tonnen rumwühlen. Da laufen ja immer noch welche durch die Gegend. Die könnten ja sonst was von mir denken, wenn ich in den Tonnen rumwühle. Dann verwechseln die mich noch mit Linus. Nein, 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 nein. Ja, ich habe wieder ein Buch gefunden. Yippie-yay. Und noch ein Buch. Man gönnt sich sonst ja gar keine Bücher zum Lesen. Oh, da ist noch mehr Gewürm. Und noch ein Buch. Alter, wer verbuddelt da eine ganze Bibliothek am Strand? Warum? Es will mir nicht in den Kopf, warum ich hier im Sand des Strandes so viele Bücher finde. Naja, sagt zumindest einiges über die Lesefreude der Einwohner hier aus. Das auf jeden Fall. Oh, Kürbisse. Genau, ich guck mal in den Tonnen nach. Vielleicht finde ich da ja was Interessantes. Ich meine, Mülltonnen sind doch dazu da, um drin rumzuwühlen. Genau, beim Bürgermeister kann ich auch noch mal. Nee, auch nix. Schade. Vielleicht ja hier in den Mülltonnen sind ja auch noch welche. Pinecone. Nö, da war nicht wirklich was Brauchbares mit dabei. Na gut, dann eben nischt. Dann irgendwie den Weg durchwühlen zu meinem Häuschen und dann wird alles gut. Hoffe ich. So, dann einmal hier. Aber auch schön zumachen, weil wenn die weglaufen, ist nicht gut. Das wäre schon ganz ärgerlich. Oh, ohne Batterieleerladung habe ich. Yippie. Ich weiß noch immer nicht, wofür die genau am Ende da sind, aber irgendwann fällt es mir schon wieder ein. So, das war auch hier.
Das ebenfalls. Ein bisschen Holz. Ja, Holz muss ich unbedingt wieder sammeln. Das ist ja derzeit schändlich. Aber erstmal kann ich hier ein paar Edelsteine reinpacken. Und ein paar normale Steine auch nebenbei. Oh, da kann ich noch das hier irgendwie abladen. Und das. Und von mir aus auch das. Das gerne ebenfalls. Und nee, da mache ich einmal für Gemischtes. Nehmen wir einfach mal die Farbe. Für Ackerpflanzen nehme ich einfach mal das. Und dann machen wir das so sortieren. So, das muss erstmal reichen. Und die andere Truhe muss ich mal sehen. Das mache ich vielleicht für Vieherzeugnisse. Das wäre eine Idee. Das machen wir doch mal. Katze ist geknuddelt, ich kann ins Bett. Zähne putzen, bollern, ab ins Bett. Ho, ho, ho. Das Foraging hat wirklich was gebracht. Die drei Morels hier, 450. Der Purple Mushroom, 250. Ich bin begeistert. Das hat viel mehr Geld gebracht, als ich gedacht hätte. Weiter so. Von daher, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit Stardew Valley. Ciao, ciao.